Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier aus der Karibik. Nun nicht mehr von unserer kleinen Insel, sondern aus Bimini. Wir haben es geschafft. Wir haben uns durchgeschossen. Wir haben den Weg hierher gefunden. Ja, und nun heißt es auf die Karte erkunden. Das Gemeine ist, ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung wir zuerst gehen. Und wir haben, hier ist noch was Tolles zu finden. Eigentlich haben wir hier den Luxus pur. Ich habe schon mal so einen Steg gebaut und getestet. Also wir können hier direkt anlegen. Wir müssen praktisch nicht den ganzen Weg zurück. So, und da hinten ist wohl das. Aber wir wollen die Insel erkunden. Essen, trinken haben wir mit. Gab es hier Kokospalmen? Datteln? Da unten am Strand. Dann lasst uns mal den Strand lang gehen. Hier konnte ich nicht direkt dran bauen. Schade. Ich hätte hier so gerne an einem fürstlichen Steg angelandet, aber das Spiel wollte es nicht. So, pflücken wir uns mal was zu essen. Mal schauen, ein Schlafsack. In einfacher Schlafsack. Wie ging denn das? Einfacher Schlafsack. Schlafmöglichkeit. Bett. Gebäude. Hütte aus Blättern. Da brauchen wir zu viel. Lange Stöcke und... Naja. Ja, fünf Blätter. Gut, fünf Blätter könnten wir hier ja kriegen. Ne, hier nicht, aber hier. Nein. Geh weg. Ja. Da haben wir schon mal fünf Blätter. Wenn wir ein paar lange Stöckchen finden, könnten wir die ja eventuell mitnehmen. So. Dich nehme ich mal mit, weil ich brauche nämlich dringend kleine Steinchen da unten. Da. Zip. Haben wir. Okay. Stöckchen zum Brennen. Ja, wir könnten jetzt die Küstenlinie hier abrennen, aber ich glaube, das bringt uns nicht viel. Wir gehen mal hoch. Mal dein Speer in der Hand. Da fühlst du dich sicher und fühlst du dich frei. Darf ich den Bogen jetzt einstecken? Ja. Harpune werden wir ja sicherlich nicht brauchen. Zumindest im Moment nicht. Komm, einfach mal hier quer durch die Landschaft. Tadam. Tada, tadam, dam, dam, bam. Ob wir hier hochkommen? Mit Schwung. Klar, guck da. Was ein alter Bergsteiger und so eine alte Bergziege ist wie ich, schafft das schon. Nur runter getraue ich mich jetzt hier sozusagen nicht auf diesem Weg. Das ist, Gott, es ist aber auch hier. Da frage ich mich, wie die das Baumaterial hierher geschleppt haben. Doch bestimmt nicht den Weg lang, oder? Na gut, den traue ich alles zu. Ja. Gut, wir sind erstmal unten. Hier war das Gold. Und hier soll es Gürteltiere geben. Ich habe noch nie ein Gürteltier hier gesehen im Spiel. Das ist die Schlange. Komm, einfach mal quer durch den Wald. Das ist bestimmt ein Hitzschlag gestorben oder sowas, das Gürteltier. Hier rum, irgendwo. Badam, bam, badadam. Hallo? Liebes Gürteltier. Einen Gürtel aus dir, den mache ich mir. Da ist es. Gürteltier, was gibt's denn hier alles? Panzer? Den nehmen wir mit. Komm, das kostet ja nicht. Wir haben ein Gürteltier. Was machen wir jetzt damit? Mit dem Panzer? Zwei Stück Baupläne. Gürteltier-Panzer-Mörser. Ah, sozusagen die Schildkröten-Variante aus Bimini. Okay. Da ist eine lange Stecke. Kann ich mir nicht ein Bett machen? War nicht? Da. Keine bösen Tiere?
Kommt die Nummer mal mit? Ja. Massiver Stein, Camilla. Ja, die wollen wohl, dass wir uns mit den schwarzen Pandern-Pumas anlegen. Weil es sind ja gleich zwei. Oh, wenn die uns schnüffeln. Palme. Skorpione, Wildschwein. Oh, guck mal hier, gibt es rote Pilze. Da ist schon mal weg. Gott, ich will nicht. Naja, aber wir müssen ja. Nützt ja nichts. Ich habe keine Angst. Mein Herz ist rein. Ich bin so klein. Was gibt's hier? Hibiskus. Braucht man nicht. Hat irgendwas angezeigt. Ah, der ist schon weit weg. Na los. Was? Wir können ja das Bett hier herbauen. Dann haben wir zumindest hier auch gleich einen Spawnpunkt, falls ich doch mal sterben sollte. Hm. Wo kommt denn der jetzt her? Ich hab euch da jetzt gerade alle weggemacht. Da. Interaktion. Damit das Bett auch weiß, dass es unseres, komm. Vielleicht sind sie ja weggerannt. Oder auch vor Angst gestorben, wie das Gürteltier. Schön. Schön wäre ja, wenn wir hier irgendwo hochspringen könnten. Ich glaube, die haben uns schon gesehen. Herz. Hey, die armen Tierchen. Die sehen aber schön aus. Oh, was gibt's denn hier? Eine Trophäe und Fell. Jaguar sehen, nehmen wir mit. Die Krallen nehmen wir mit. Komm, wir nehmen alles mit. Kostet ja nicht. Du. Cool. Guck mal. Sieht er nicht schick aus? Kannst du mal die Waffe weglegen? Na cool. Da. Was ist das für Fleisch? Filet. Na ja dann. Zack. Oh, Skorpion. Wer hat denn dich zur Party eingeladen? Gib die Dinger her. Komm, die Knochen können wir rausschmeißen. Cool. Überladen. So. Einen leichten Kratzer. Ansonsten leicht überlastet. Was schmeißen wir denn mal raus? Ich glaube, die Knochen haben wir doch mittlerweile so viele. So. Wo ist unser Bettchen jetzt? Da. Schön. Aber hier Kokospflaumensamen. Also jetzt nichts Weltbewegendes. Eine Tafel. Gibt es noch die kleinen Tafeln? Bestimmt nicht, ne? Skorpione sind gerade keine weit und breit da. Na dann. Lied von Bimini. Für Jahrhunderte lebten die Stämme auf diesen Inseln, jagten, handelten, stritten und machten wieder Frieden, bauten Pflanzen an und sammelten Kräuter. Sie segelten zwischen den Inseln, denn das Gebiet war weit und es gab viele Inseln, kleine und große. Aber es gab eine Insel, die niemand erreichen konnte. Die heilige Insel Bimini. Was übersetzt so viel wie fernes Nasland bedeutet.
Im Gürtel von Bimini gab es sehr starke Strömung und scharfe Riffe. Dicker Nebel umgab die Insel und beschützte sie recht zuverlässig. Ständige Stürme fegten um den Gürtel und brachten Tod und Zerstörung. Kein Boot war stark genug und kein Seemann geschickt genug, um den Gürtel zu passieren. Haha, ich schon. Ich war stark genug. So. Das hätten die nicht gedacht. Tabak, unser Bett. Die Frage ist, was bist du denn jetzt hier? Ja, und wie gab's? Wie kommen wir jetzt an dich ran? Müssen wir jetzt hier was bauen? Leitern, Inventar, Herstellung. Weiß ja nicht, da. Eine verbesserte Treppe, eine einzelne Treppe da, eine Leiter. Ich will's dir hoch. Heben wir uns mal auf. Komm. So. Tabak, da geht's zum Krokodilen. Ich weiß gar nicht, wo du zuerst hingehen willst. Gürteltiere, Pumas. Was auch immer das Ayahuasca ist. Na komm. Wie haben wir es überhaupt? Da hast du schon, ich glaube, der Nacht. Wisst ihr was? Dann nutze ich die Chance und schlaf die Nacht weg. Wo war denn unser Bett? Irgendwo da hinten. Nach wie vielen Tagen spawnen die nach? 10 Tage. Also haben wir 3,5 Minuten Zeit. So. Oh, wir müssen was trinken. So. Wir schlafen bis Tagesbeginn. So. Und dann in die Richtung. Und dann, was soll's? Mal gucken, wie wir an das Ding da rankommen. Müssen wir bestimmt hier irgendwas bauen. Gibt's hier dicke Stöcke? Lange Stöcke, großer Ast. Was brauchen wir denn alles noch? Ich würde ja so einen Hochstand bauen und dann einfach rüberhüpfen. Wo war denn der Erkundungsturm? So. 6 Stück und 3 Blätter. Gibt's die Blätter hier auf der Insel? Ich sehe keine breiten Blätter. Blätter. Nee. Und leider brauchen wir das. Naja. Komm, wir gehen einfach mal. Mann, hier ist alles voller Skorpione, voller Spinnen und Schlangen. Komm, wir haben den. Müssen wir nicht so nah ran. Die hab ich getroffen. Ja. Willst du dein Speer wieder? Die sind auch lästig hier, die Skorpione. Wenn da nicht aufpasst. Biskus, wo sind wir? Hier hoch irgendwo. Hätte vielleicht das Bett mitnehmen sollen. Seht ihr die vielen Ziele? Da ist noch mal eine Chronik. Nee, nichts. Alles etwas vernebelt hier. Tada. Aber weißt du, was es ist? Ich denke, vielleicht ist es eine Pflanze. Und dabei ist es vielleicht irgendwas Giftiges. Hallo? Das erinnert mich jetzt gerade so mit der Pyramide hier an Soulmask.
Skorpion. Jetzt nicht mehr. Komm. Mal eins. Da. Ich wusste doch, dass der Bogen für irgendwas gut ist. Wenn es nur ist, zum Schlangen abmurksen. Runter. Ich gehe da jetzt nicht freiwillig da runter, wenn ich hier oben bin. Gehe ich doch gar nicht ein. Da ist noch eine Schlange. Stirb. Na, wenigstens sind sie so lieb und spucken die wieder aus. Da ist die Tafel. Ja, die haben wir auch erlegt. Noch mehr? Na komm, bevor du uns hier angreifst. Ja, zack. Aber zumindest für ein paar Minuten Ruhe. So. Tafel. Lied der Reise der großen Vier. Kurze Zeit später, als das Wetter gut war und die Winde günstig standen, wie es vom weißen Atauer hervorgesehen war, und mit einem Vorrat an Tränken des raffinierten Omovis beladen, segelte der Sturmbrecher unter Führung der geschickten Hände von Tontek und Skillan in den Nebel von Bimini. Für 40 Tage und 40 Nächte warteten die Stämme auf die Rückkehr der großen Vier, aber niemand kam. Für 40 Wochen blieben die Stämme hoffnungsvoll, doch sie mussten ihre Hoffnung aufgeben. Für 40 Jahre sangen sie Lieder über vier der tapfersten Söhne, die für immer im Gürtel von Bimini verloren waren. Und für weitere 40 Jahre erzählten die Ältesten die Legenden davon, wie der Sturmbrecher in See stach. Und als diese Legenden fast vergessen waren, kam plötzlich aus dem Nebel des Gürtels von Bimini der Sturmbrecher. Die großen vier waren zurückgekehrt. Okay. Aber man hat die Geschichte ja fast geschafft. Okay. Gut. Soweit, so gut. Ja, und was machen wir jetzt? Großer Ast. Akawahusa. Jetzt will ich wissen, was die Akawahusa ist. Ob das ein Tier ist? Aber du bist eine Schlange, du bist keine Akawahusa, oder? Schlange. Okay. Hätte ja sein können. Akawahusa. Das klingt so... eigenwillig. Oh, ich hab's gesehen. Ein Abakahusa-Strauch. Ja, die Schlange ist weg. Zack. Mein Speer her. Sein Weg war gepflastert von Schlangengetier. Einst sie lebten, sag ich dir. Oh Gott. Das Spiel. Die Nebel sind hier bestimmt nicht gut für mich. So, mal gucken. Akawahusa. Ressource zum Sammeln. Alles auswählen. Nehmen wir mit. Api-Baum. Okay. Api-Blumen. Ressource für komplexe Herstellung kann von der Banisteropis Kapi Pflanze erhalten werden. Ist das jetzt das komische Kaaba Huri? Ayala Husky. Also vielleicht gibt es hier noch mehr. Ja. Okay, der Baum heißt so. Na, perfekt. Mit so einem Namen. Noch ein schwarzer Panda, Tabak, noch ein interessanter Ort. Ich sehe keinen Panda. Ist der vielleicht hier unten? Ja, ist er. Gehen wir mal runter. Sagen mal freundlich Hallo. Wir sind ja die netten Nachbarn und so. Hallo, Herr Panda.
Oh, ich darf nicht vergessen, ich bin überladen. Komm, wir werfen mal die Steinchen hier ab. Die sind bestimmt zu schwer. Dann mache ich mir mal was zu essen. Ich höre ein Angriffsgeräusch. Ja, komm her. Was war daneben? Es rennt da weg. Was ist hier? Interessanter Ort. Wie interessant, werden wir nie erfahren. Oh, doch, da oben. Ja, aber wie kommen denn da jemals ran? Muss ich abschießen? Oh ja. Lila Götzenbild, okay. Cool. Also nur runterschießen, nicht Leiter bauen. Wo ist es da? Der Puma. Mein Pfeil her, den brauchen wir nämlich noch. Weißer Schakal. Kupfervorkommen. Ja, wenn jetzt hier noch ein Eisenvorkommen irgendwo ist, dann haben wir ja auf der Insel wirklich alles. Na gut. Dann müssen wir den ja nicht ammurksen. Wenn es nicht sein muss, muss es nicht sein. Bin ich der Meinung. Da hat es bestimmt jetzt wehgetan. Also da hinten. Über die... Oh je. Also jetzt hinten über die Steine weggerannt ist. Hat das bestimmt jetzt wehgetan, der Arme. Ist aber vor allem weitläufig. Kommen wir hier irgendwie hoch? Nö. Hier hinten vielleicht? Na komm, los. Jawohl, du schaffst es. Ja, ich weiß, da kommt wieder die Bergziege durch. Hopf. Aber ich hätte vielleicht hier gerne noch ein bisschen was kartiert. In der Ecke. Mal gucken. Höhe 74. Ja. Ah, guckt mal. Manchmal lohnt sich die Mühe. Okay. Interessanter Gegenstand. Hier sollen wir rein. So, hochgekommen bin ich. Wie komme ich jetzt wieder runter, ohne mir weh zu tun? Wie bin ich jetzt hier hochgekommen? Nicht da runterhüpfen. Autsch. Nö. Ging. Na gut. Ich hab's versucht. Und geklappt hat's außerdem. Alles für den Erfolg. Bum, bum, bum. Wir haben ja alles schon bereinigt. Nun bin ich mal gespannt. Hier sind die ganzen Schlangen. Da ist die Tafel. Muss ich ja hier irgendwo lang gehen? Ist das herrlich. Also, ich würde fast sagen, die Insel gefällt mir von allen bisher am besten. Props an die Entwickler. Die Insel gefällt mir. Ja. So, haben wir noch irgendwo was? Na, das können wir dann später holen. Ja, la, la, la. Kann ich mal merken, auch hier gibt es rote Pilze. Was? Erkunde den Palast. Oh,
Wollen wir den Palast für morgen aufheben und heute mal lieber hier hinten schauen? Dann mache ich mal so. Ich packe mal das volle Gepäck hier raus. Geht ja nicht verloren. So, wo ist er? Hier geblieben. Nicht, dass ich hier die ganze Zeit vollgepackt bin. Das ist der Salbeisam. Ach, ich wollte mal was essen, was trinken. Wie viel haben wir jetzt? 51. Die wiegen 1,4 Kilo. Ah ja. So, die Steckchen können raus. Die wiegen 0,4. Die sind nicht so viel. Die hebe ich mal vorsichtshalber auf. Ja, und wenn ich jetzt hier die draus mache, dann wird das ja auch leichter. Zack. Gut. Den entdecken wir später. Oh. Trotzdem. Cooler Tempel, muss ich sagen. Mir gefällt's. Da. Mal schnell einen Screenshot gemacht. Da. Weiter geht's. Mal deinen Speer in der Hand, mein Freund. Einmal um den herum. Hier unten sind auch nochmal schwarze Panda. Das ist noch ein Gürteltier. Hm, ein Ayua Huba oder wie die hießen. Da. Okay. Tabak. Ja, wir brauchen den Tabak. Wir können eh nichts trocknen. Gott, überall die vielen Blinker und Markierungen. Ich weiß gar nicht, wo du zuerst hingehen sollst. Mal gucken. Ayua Huba. Wo war Ayua Huba? Da. Wo geht's denn noch tiefer runter? Oh Himmel. Die ist mal echt groß, die Insel. Aber wir waren doch hier noch nicht. Warum ist denn der tot? Warum sterben wir denn gleich wieder zwei? Warum sterben denn die Tiere von alleine? Wie war das mit dem Bett bauen? Nein, ich bin gar nicht hier. Hab sie auch lange Steckchen? Nee, ne? Und jetzt hab ich die rausgeworfen. Zum Glück finden wir unsere Betten ja jederzeit wieder. Da. Oh mein Gott, war ja nun, dass sie so schnell da waren. An der nächstgelegenen Schlafstelle, okay. Toll. Aber meine Pfeile habe ich noch. Schweinerei. Ich wollte mir doch nur ein Bettchen bauen. Mach meinen Pfeil wieder mit. Ja, zumindest noch nicht alles verloren. Wo ist das Ding jetzt hin? Ja, runter ist es. Da. Wo ist es doch Pfeil geblieben? Da. Ah ja, so schnell kann es gehen. Aber zum Glück habe ich mir ein Bettchen gebaut. Gucken, wo war jetzt unsere Tasche? Sind wir jetzt in der richtigen Richtung unterwegs? Vor lauter Blinker-Symbolen. Ja. Weißt du ja gar nicht, wo du hin sollst. Ich bin so traurig, ich bin gestorben. Seht ihr? Baut euch niemals Betten. Bettchen bauen ist tödlich. Gut. Man hätte es fast erwarten können. Na.
nachdem die ja schon mal gekreischt haben. Aber ich dachte, die lassen mich wenigstens mein Bett in Ruhe bauen. Aber dann wäre der Weg nicht so weit gewesen wie jetzt. Das Gemeine ist, die greifen halt zu zweit an. Mal alles her. So, was essen, was trinken. Die Frage ist, hat man jetzt einen davon so verletzt, dass er... Nee, leben alle bitte noch. Weil die sind aber auch einen weiten Weg gekommen. Ist weg. Wo ist er hin? Gib mal her, das Zeug brauchen wir. Und die auch, das sieht toll aus. So, mal schnell das Bett fertig bauen. Puh. Dann. Okay, so. Ah, dann wird es dunkel. Flink, die Burschen. Aber durchaus machbar. Mein Pfeil her. Komm. Komm. Na komm. Es rennt da weg. Bin ich hier irgendwo hoch? Hallo? Ja, ich möchte nur nicht, dass der mich dann angreift, wenn ich nicht dran denke. Klar, im Wildschwein ist das auch noch. Upupuma. Schwarzer Trops. Wird er mich jetzt irgendwo hinlocken? Scheinbar, oder? Hm. Es rennt auch noch weg. Ja, Jungs und Mädels, es ist gleich Nacht. Komm. Ist nur der. Jetzt habe ich mich in den Skorpion, na toll. Haben wir jetzt alles? Das? Ah. Oh. Ist ja böse, das geht hier. Na komm. Aufpassen. Das nehmen wir mit. Haben wir uns verdient. Kann man es tragen. Ja. Und schon ist Nacht. Aber der Unvernunft zum Trotz möchte ich jetzt wissen, für was wir jetzt gekämpft haben. Das kriegen wir heute noch hin. Ja, dann habe ich das ganze Zeug vor dem Tempel. Und das kann ich ja dann mit dem Wagen holen. Läuft uns ja nicht weg, oder?
Ach, da oben ist auch nochmal die Chronik und nochmal so ein Ding. Wir machen mal die Fackel an, wird vielleicht was sehen. Zack. So. Dann holt das Ding nochmal runter vom Sockel. Dunkelblaues Götzenbild. Okay. Irgendwas hat er ja gerade geblinkert. Ach da. Okay. Scheint feindfrei zu sein. Lied der verbrannten Schiffe. Und so beginnen die Unsterblichen schreckliche Taten, für die viele sie auf ewig verfluchten. Und die erste dieser schrecklichen Taten war das Verbrennen der Schiffe. In der Dunkelheit der Nacht des sterbenden Mondes schlichen sich die Unsterblichen in die Dörfer der Sterblichen und auf ihre Schiffe und Boote. Die Schiffe loderten in einem großen Feuer in der Nacht, entzündet von den besten Menschen. Und als erstes brannte die glorreiche Sturmbrecher. Die Schiffe, die gebaut wurden, um den Gürtel von Bimini zu durchqueren. Von den Feuern aufgeweckt, fielen die Sterblichen vor Zorn erfüllt über die Brandstifter her und töteten sie gnadenlos. Das Blut der Unsterblichen ließ den Strand rot werden. Und all diejenigen, die die Schiffe entfacht hatten, fielen in dieser Nacht. Alle Schiffe wurden eingeäschert und die Sterblichen hatten keine Boote mehr. Keine Flöße und keine Sturmbrecher. Ich habe eine. Also noch nicht ganz, aber das Rezept dafür. Boah. Alle böse und gewalttätig, oder? Na gut. Im Dunkeln jetzt so ein Puma machen, macht keinen Sinn. Aber ich könnte ja mal zu einer Schlafmatte gehen. Wenn ich sie jemals wiederfinde. Wo ist sie denn? Einfach hier geradeaus? Weil im Dunkeln rumturnen macht jetzt nicht wirklich Sinn. Da lang. Muss aufpassen. Nicht, dass hier nachts mich die Skorpione holen. Ihr habt richtig. Da ist nochmal so ein komischer Strauch. Na gut, wenn wir immer hier sind. Können wir ja mitnehmen. Wer weiß, für was wir es brauchen. Ja, ein bisschen überladen bin ich. Puh, was sagt ihr? Ist schon eine Nummer was anderes, als was wir bis jetzt gewohnt sind, oder? Aber es ist mal wieder eine Herausforderung, macht Spaß. Und gleich zwei davon, dass wir gleich zwei angreifen, ist schon ein bisschen gruselig und gemein. So, wir müssen hier hoch. Sind wir wirklich so weit runtergerannt? Mal schauen, ob wir hier hochkommen. Na komm, los. Du schaffst es. Na toll. Muss ich wieder einen Weg suchen? Spiel, bitte. Hier geht's dann sozusagen hoch. Okay. Habe ich verstanden, Spiel. Ich weiß, du willst mir damit sagen, Bergziegentum alleine reicht hier nicht. Kommt mir irgendwie veräppelt hier vor. Na gut. Ja, dann haben wir das auch mal wieder geschafft. Also die Insel nach wie vor ganz große Klasse. Das mit den... Hier müssen wir jetzt hoch. Hier gibt es Skorpione. Das mit den Pumas, den schwarzen, finde ich auch irgendwie cool. Ja. So, ich schlafe. Ja. Gut, dann machen wir mal die Taschen leer, damit wir ein bisschen was sehen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen hier wieder zu einer weiteren Runde. Ich bin ja echt mal gespannt, was noch auf uns wartet. Weil ich glaube, das, was bisher war, war nur ein kleines Vorgeplänkel. Und gegebenenfalls werden wir wohl irgendwann mal auf die Idee kommen müssen, noch bessere Waffen herstellen. Gut, das sowieso. Aber so generell uns darauf vorzubereiten, bessere Waffen und so.
Ja, also eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Wie seht ihr das? Ist das Inselchen oder die Inselgruppe Bimini cool oder ist sie cool? Also ich finde sie echt super. Gut, ich habe jetzt auch eine ganze Weile drauf warten müssen, dass es endlich mal soweit ist. Und daher bin ich da sowieso vorbelastet. Schreibt mir einfach in die Kommentare. Like die Folge, abonniert den Kanal, schaltet morgen wieder ein und dann seht ihr, wie es hier weitergeht. In diesem Sinne, Tschüssikowski und bye bye.